Yay! Und wir haben den nächsten Charakter. Und das geht jetzt so, wenn wir uns sagen so, ja, wir wollen aber den anderen Level nochmal spielen, dann kann man hier einfach reindüsen. Und dann hat man den anderen, also den ersten Charakter. Und dann kann man einfach das Level starten, indem man das rote Ding futtert. Aber wir wollen ja jetzt das zweite Level machen. Und wir können hier, also es ist diesmal eine richtige Qualle, würde ich mal sagen, und wir können uns so drehen. Und dadurch sind wir schneller unterwegs. Und ich glaube, so können wir, so genau so machen wir die Gegner auch kaputt. Glaube ich mal. Gut, ab geht's nach unten. Oh, ganz viel Zeug. Können wir die Gegner anlocken so? Ja, die werden uns so ein bisschen in uns reingezogen. Und hier sehen diese kleinen Mini-Quallen auch ein bisschen anders aus. Ja, auf jeden Fall, die werden wir von diesen rosanen Sachen jetzt futtern. Desto größer wird unsere Qualle. Und die Mini-Quallen sind hier so komische Fischchen irgendwie. Ich finde die auf jeden Fall sehr schön, weil die so schnörkelig ist. Also. Ja. Oh, das. Wo kommst du denn her? Ich habe mir heute übrigens einen Stollen gekauft. Beziehungsweise ich habe mir zwei Stollen gekauft. Okay, wir düsen mal eins nach unten. Oh, da sind Böse. Das Prinzip ist hier genau das gleiche. Einfach in die Gegner rein und halt die blauen Sachen, beziehungsweise die jetzt pinken Sachen wegfressen. Nur was hier halt mit der Steuerung ein bisschen schwierig ist. Schnörkel! Ja, Stollen habe ich mir gekauft, zwei Stück. Und das war einmal Bratapfel und einmal Zimt. Das waren so Mini-Stollen für 1 Euro jeweils. Habe ich mir gedacht, hast du eigentlich mal Bock auf einen Stollen? Dann habe ich mir einfach einen geholt. Beziehungsweise zwei. So. Ich glaube, das war's jetzt hier. Dann düsen wir nach unten. Ne, die nehme ich gerne mit hier. Die pinken. So, kommen wir jetzt schon zu den Kugeln. Ich habe da irgendwas Blaues gesehen. Auf jeden Fall sind hier jetzt so Viecher, wie wir vorhin waren. Die wir jetzt mal kaputt machen. Ich hoffe mal, dass mein Controller nicht leer geht. Das ist hier gerade sehr am Vibrieren alles. Also durch dieses Drehen vibriert der Controller. Das war gut. Und wir sind größer geworden. Hat man gerade gesehen, das ist so aufgeploppt. So. Nicht das Rote. Ich will dich hier erstmal kaputt machen. Den will ich nicht unbedingt haben. Bleib's mal weg. So. Ich bin gerade am gucken, ob man das hier erkennen kann. Aber das kann man hier, glaube ich, auch nicht so erkennen, wo wir jetzt gerade dran sind. Ich glaube, wir sind jetzt unten links bei dem. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir düsen einfach mal nach unten. Und hier gibt es ganz viel. Oh. Ganz viel von dem Pinken. Wir werden ganz groß. Aber warum sind denn hier so viele? Ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich glaube 2 Monate. Aber ich habe es halt wirklich nur 2 Tage oder so oder 3 Tage gespielt. Und dann hatte ich die 100% und dann habe ich es auch wieder weggelegt. Weil es ist halt so ein Spiel. Ich weiß nicht, das macht man irgendwie mal an. Irgendwie abzuschalten oder so.
Aber zum Abschalten an sich ist es dann auch wieder zu langweilig. Also man spielt es einfach einmal durch, weil es halt, also die Idee ist halt mega cool und es ist halt so total minimalistisch irgendwie. Aber um es dann irgendwie nochmal zu spielen, abgesehen jetzt von einem Let's Play oder so, ist es dann auch irgendwie, weiß ich nicht, wieder zu langweilig. Ich glaube, die spawnen hier unendlich, kann das sein? Oder ich bin voll und muss mal normales Fressen fressen. Das kann natürlich auch sein. Ab nach unten. Oh nein, diese Kugelteile mag ich nicht. Weil die floppen so auseinander. Und da muss man dann dahin, schnell. Und die Sachen da fressen. Das ist so ein bisschen Timing. Ich krieg dich. Oh, nice. So, und wir kriegen jetzt hier ganz viel Futter. Also normales Futter, nicht dieses pinke Zeug, sondern hier so normales Futter. Ich hoffe mal, das hört man nicht, dass der Controller hier so am Vibrieren ist, weil ich halte ihn relativ nah am Mikro. Los. Ich mag das nicht. Dankeschön. Ich sehe da unten so blaue Sachen. Ich weiß nicht, was das ist. Ach komm, wir müssen da eh dran. Schmackes! Ich weiß gar nicht, ob wir noch größer werden können. Doch, können wir. Da außen baut sich was an. Oder? Es füllt sich auf jeden Fall. So mit diesen Punkten. So, wo ist der Rote? Wo ist der Rote? Der Rote. Da ist der Rote. So, was haben wir hier unten? Große Fischchen. Die uns nichts machen. Sondern einfach nur Futter geben. Weiß gar nicht, soll ich hier noch irgendwas von phrasen? Ich glaube, ich düse jetzt einfach nach unten. Weil viel größer werden können wir, glaube ich, gar nicht mehr. Komm, den großen Fisch will ich haben. So. Wo ist der Rote? Ich habe den doch eben gerade gesehen. Wo bist du? Bewegt sich halt auch wirklich wie so eine Qualle. Ich mag Quallen. Aber ich will sie nicht anfassen. Ich finde die einfach irgendwie so faszinierend. Oh, die sind böse. Die können uns auch töten. Die machen so. Genau. Das machen die. Die machen so eine Sturmattacke. So eine Sturmattacke machen die. Und dann düsen die einfach durch uns durch und machen uns unser Leben kaputt. So. Dich möchte ich haben. So. Ich habe eben hier einen gesehen. Großen. Und das Schöne ist auch, wenn man mehrere von den Teilen auf dem Bildschirm hat und die sehen, dass man die angreift, dann machen die so eine Bandenangriff. Dann gehen die alle auf einen los. Ah, so. Ich werde mich direkt mal nach unten begeben. Ich lasse mal das Kleinvieh noch hier oben rumschwirren. So. Mir. So. Ein bisschen aufladen, damit wir hier ein bisschen schneller wieder unterwegs sind. Ach, den haben wir kaputt gemacht. Das ist schön. Und dich kriege ich auch noch. Dich auch noch. Oder auch nicht. Mache ich alle kaputt. Ja, den hätte ich doch. Der hat mir das weggefressen, habt ihr gesehen. Na. So. Fresschen! Jetzt habe ich auch längere Zeit nicht mehr dieses Screenshot-Teil gesehen. Nein! Nach unten! So. Das nehmen wir auch noch mit. Immer schnell.
und machen den kaputt. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alle Gegner. Also Gegner töten auf jeden Fall alle. Aber Kleinvieh nicht unbedingt. Okay. Hier haben wir nur Kleingedöns. Also nichts, was uns irgendwie was tut. Mal ein bisschen fressen können wir ja mal hier, weil... kommen ja alle angeschwommen, nur durchs Drehen. So. Was ist da unten? Okay, da unten geht's ab. Da sehen wir schon wieder diese runden Teile, die ich nicht mag. So, wo ist der? Da ist der rote. Den holen wir uns direkt. Nein, oh, ich bin genau in den blauen reingefahren. Das am besten ist, wenn man direkt beide Augen tot kriegt. Damit er nicht nochmal direkt angreifen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das uns Energie abzieht, wenn der seinen Dots da macht. Ah, da ist da. Eben noch von gesprochen. Super nice. So, schnell, 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 schnell. Oh. Der war so ein bisschen unter Zeit. Oh, was ist denn mit dir passiert? Wurde er auch weggedotzt? Ich glaube schon, ne? Schnell. Yay. Ah, oh, fast das zweite Auge noch gekriegt. Ich nenne es einfach mal Auge, weil es halt irgendwie so aussieht. Wieder vor. Wir kriegen dein Auge. Ja. Ja. Dankeschön. So. Du noch? Ah, da oben ist ja noch einer. Okay, der hat auch aufs Maul gekriegt von dem. Das ist natürlich sehr schön. Oh, da war gut. Oh, Screenshot haben wir gefressen. Das sieht man dann an diesem gelben. Ist mir auch mal jetzt aufgefallen. Ist mir beim letzten Mal überhaupt nicht aufgefallen, dass das dann gelb ist. So, wunderbar. So, aber ich glaube, das war's hier soweit. Da ist der blaue. Dann... Ah, da unten sind ganz viele kleine Fressviecher. Dann gehen wir einmal nach unten. Nicht direkt in den roten rein. Ah, ich habe den blauen gekriegt. Eieiei. Da ist der rote. Fast direkt wieder direkt in den roten rein. Direkt, direkt. Ich kann nur noch fünfmal direkt sagen. Gibt es nicht irgendwie irgendwas im Fernsehen? Irgendwas mit Direktes? Ich meine schon. Also irgendwas mit... Telefon oder sowas. Oder... Ich meine, da gäbe es irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind wir schon voll groß geworden. Fällt mir gerade mal auf durch das Drehen. Ey, ich mache euch alle kaputt. Oh gut, der hat das Rote gefressen, bevor ich es fressen konnte. Das war sehr schön. Wo sind die Gegner? So. Ich bin übrigens mal gespannt, ob die Server den ersten Tag von Battlefield 1 aushalten. Ich schätze mal irgendwie, dass da zu viele Leute gleichzeitig drauf zugreifen werden. Oh, ganz viel Geschwirren. Und da unten sieht man schon, warum hier oben so Geschwärm ist. Und ich düse einfach mal nach unten, weil ich habe nämlich Angst, dass wir gleich aufs Fressbrett kriegen. So, wo ist der Rote? Wo ist der Rote? Wo ist der irgendwo? Der rote Qualle, wo bist du? Bist du irgendwo in der Mitte? Da!
versuche immer irgendwie direkt da rein zu gehen. Guck, ich habe den einen angegriffen. Und dann kriege ich von dem anderen aufs Maul, weil er das gesehen hat. So, der hat mir aber gut weggemopst. Aber die greifen uns, glaube ich, auch nicht an, wenn wir hier nur so rumschwirren. Die greifen uns nur an, wenn wir die angreifen. Ha! Bist in deinen eigenen Tod geschwommen. Oder wart ihr das? Oder waren da noch andere? Oh, der hat mir gut weggeschnappt. Jim. Eieieiei. Aber sieht noch ganz okay aus hier. Also das ist ganz okay. Ich habe noch ein Viertel Energie oder so. Ja, passt schon. Da unten sehe ich ein Schwänzchen. Oh, das ist noch ein großer. Machen wir erstmal den kleinen hier kaputt. Okay, das sind die, die das machen. Eindeutig. Der hat sich wieder aufgeladen, der Arsch. Oh, gleich werde ich nach oben teleportiert. Ist auch natürlich sehr gut, dass wir uns drehen. Wenn die nämlich entgegen der Richtung in uns reinschwimmen und dann nur auf der Ecke irgendwie, dann haben wir schon versagt, ne? So. Da bist du. Ich mach mal noch Dode. Der hat schon wieder eingefressen. Nein, du frisst den nicht. Das ist meiner. Meins? Dankeschön. Eieiei. Okay. Da unten sehe ich ganz viel Kleinscheiß. Das heißt, wir schwirren nach unten. Aber erst ruhig mit. Den noch. Den da. Genau. Und nach unten. Ganz viel Gedöns und wir laden uns jetzt hier erstmal auf. Kommt mal alle her. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt voll sind, weil alles leuchtet. Wo ist der Rote? Da. Nee, das ist nicht der Rote. Da ist der Rote. Okay. Hier waren wieder große Viecher. Und da unten ist schon der Kern, der nächste. Ah, Screenshot, Mann. Wo war der denn? Hier war doch irgendwo ein großes Vieh. Habe ich ja eben noch gesehen. Hallo. Wo bist du? Screenshot, Mann. Ich bin verkackt. Ich hab doch hier noch eben voll ein Riesenteil gesehen, oder nicht? Wo ist denn der Blaue? Dafür kann man auch das Blaue ganz gut benutzen. Um zu gucken, wo da noch was abgeht in der unteren Ebene. Nö. Tatsache, da ist nichts. Nur klein Scheiß. Nee, da! Da ist es. So. Wo ist der Rote? Rot, 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 rot. Da ist der Rote. Irgendwo hier oben. Da. Ah. Ach, was seid ihr denn? Oder machen die mich tot? Nee, ich fress die auf. Ah, da hinten am Schwanz sehe ich ja jetzt erst das da. Ah, ich muss den klein hacken. Ich glaube, den habe ich noch nie klein gemacht. Also, ich komme mir so unbekannt vor. So, wo hast du jetzt Wachen? Da vorne an dem Hals. Drehen, 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 drehen. Okay, ich muss die damit so unböse machen. Weil wenn er die rausschickt, sind die böse auf mich. Dann tue ich die damit quasi neutralisieren irgendwie. So, wo bist du? Da bist du.
Was mal am Hals ein, ne? Ja. Da! So, schnell drehen. Ah, der ist noch betäubt. Nice. Yay! Okay. Dann hätten wir den... Och! Dann können wir ja eins nach unten. Wo ist Mr. Road? Mr. Road, Mr. Road, Mr. Road. Mr. Road, Mr. Road, Mr. Road. Es ist halt hier mit dem ein bisschen doof, schnell von der Stelle zu kommen. Wenn man sich entweder drehen muss, dann ist es halt nicht ganz so einfach. Entschuldigung, die... Dings zu finden. So, kann man euch damit anlocken oder seid ihr da nicht so geil drauf? Lalalala. Einmal drumrum. Gut. Habe ich die anderen beim letzten Mal auch. Habe ich die alle, die normalen Gegner alle getötet hier? Aber es sind ja keine richtigen Gegner. Es sind einfach nur große Sachen, die hier. Also kleine große Sachen. Oh, jetzt habe ich es aufgefressen. Na gut. So, was passiert jetzt? Wo sind wir? Irgendwo muss da jetzt gleich Flop gehen. Da geht Flop.